Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dark Souls 3. Ich würde sagen, wie ich es versprochen habe, Boss Time in Dark Souls 3. Wir ziehen gegen den Boss der Schwellenden See in die Schlacht. Und schauen wir mal, wie wir uns da schlagen. So. Okay, dann probieren wir es mal. Aggressiv. Boah. Unbedingt schnell raus hier. Okay, da muss ich aufpassen. Das ist ein Flächenzauber. Macht er jetzt Kometen werfen hier oder was? Sterben. Okay, Leute, ich glaube, wir werden jetzt den Loot nehmen. Ja, was haben wir die? Okay. Viel hat er nicht mehr. Der alte Schlingel. Komm, einen Schlag noch. Bam. Down. First try. Seele des alten Dämonenkönigs. Okay. Ja, der ging doch recht gut. Okay, Leute, ich glaube, dass ich aber wahrscheinlich schon ein bisschen zu hochlevelig bin. Aber egal, hab's erst geschafft. So, schauen wir uns hier noch kurz um. Vielleicht gibt's hier noch irgendwas, was zu entdecken. Sehen die eklig aus, die Dinger hier. Aber cool gemacht. So, da lag sie. Ich glaube, hier drin ist nichts mehr. Den könnten wir aber rein theoretisch uns noch schnell den einen Punkt anschauen. Bei der Lava da, wo der Loot noch war. Den will ich mir schon noch schnell anschauen. Und den Loot noch mitnehmen. So, gehen wir schon hier lang. Und dann würde ich sagen, haben wir das Gebiet eh schon abgeschlossen. Mal schauen, wo das jetzt war. Genau, das war hier. Dann gehen wir natürlich gleich runter. Ja, die Treppe. Ah, es war klar, dass der mich wieder trifft. So, hier lang. Und
hier lang. So, Ratti, komm her. So. Jetzt muss ich bloß schauen, wo das war, wo man da runtergegangen ist. Hier war auf jeden Fall, da konnte man reinspringen. Okay, hier will ich aber noch nicht reinspringen, weil ich dann nicht weiß, wo ich dann genau bin. Aber ich glaube, das finden wir schon. Zack. Klar, die sind down. So, hier ging es runter. Genau. Hier ist die Rattenmami. Aber ich glaube, da hinten war ja nichts mehr. Aber schauen wir trotzdem nochmal hinter. Na komm. Hier hinten, glaube ich, war nichts mehr. Dann blieb die Babys hier noch. Halten die mehr aus, oder was? Da sind zwei Schläge aus. Was ist denn los? Okay, hier hinten, glaube ich, war nichts mehr. Das haben wir uns schon geholt. Aber irgendwo war noch auf so einem Podest Loot. Den wollte ich mir eigentlich auch noch holen. Bloß ich habe keinen Plan, wie es da hingeht. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt einfach an. Okay, da sind wir, hier sind wir falsch. Das ist bloß bei dem Fröschen jetzt. Darunter. Erstmal orientieren hier, weil das alles ein bisschen verwinkelt ist. Das war hier. Hier ging es zu den Fröschen. Da drüben, glaube ich, waren wir auch noch nicht. Müssen wir nachher nochmal hinschauen. Ah, genau, hier war es. Haben wir schon. So, diesen Loot. Oh Gott, den kriege ich ja niemals. Aber es hilft jetzt nicht. Rein. Ja, also gut, komm. Okay, haben wir schon. Wow. Hui. Ganz schön Estus verballert, aber wir haben den Loot, das ist schon mal sehr gut. Aber jetzt fehlt mir noch ein. Eins fehlt mir hier jetzt noch. Kann ich euch mal zeigen, was ich da gemeint habe. Aber ich habe noch keinen Plan, wie ich da hinkommen soll. Das war, glaube ich, unten. Genau, bei den Fröschen hier unten. Wollen wir noch eine Estrus nehmen? Und die Frösche aber mal schnell wegmachen. Schnauze. So, und zwar der Loot da oben. Kein Plan, wie ich da rankommen soll. Ich werde komplett. Ich muss jetzt echt mal schnell wegmachen. Weil sonst machen die mich tot. Ah, genau das habe ich gemeint. Komme ich an den Looter ran? Okay, nochmal zurück alles.
Die Seelen kriegen wir schon wieder. Werden wir gleich auf den anderen Punkt gleich hinporten, dann muss ich nicht so weit rennen. Müsste das gewesen sein. Vorzimmer des alten Königs. Genau, hier runter. Uns erstmal schnell mal unsere Seelen holen. Der schon wieder. Ist aber Ruhe. Ruhe ist jetzt. Hier war doch bloß der Ritter drin, oder? Den haben wir ja schon gelegt. Oh Gott. Ich gehe. Den haben wir ja schon gelegt. So. Vielleicht geht es von diesem Raum hier noch irgendwo weiter. Das müssen wir uns später mal anschauen. Hier werde. Ach, diese blöden Vier, die regen mir auf. So, dann schauen wir nochmal. Da sind unsere Seelen. Müssen wir die frische Glamour umbringen. Die sind nicht ganz sauber.
Ach, ja, das gibt's doch nicht. Boah, ist das nervig. Ich hab da auch nichts Passendes, glaube ich, dass ich die. So, jetzt probieren wir das nochmal. Diese scheiß Frösche, ey. So, nochmal das Ganze. Mann. Kann doch nicht so schwer sein, in den blöden Loot da rankommen. So, ist jetzt endlich Ruhe. Ja, da hinten ist noch einer. Dann gleich mal machen, weil sonst geht er mir auch noch auf den Sack. So, jetzt ist endlich Ruhe hier. So, wie komme ich jetzt da oben ran? Wie komme ich hier oben ran? Das gibt's doch gar nicht. Muss es da irgendwie. Ist hier oben noch was? Na, da oben ist ein kleines Ding. Wie komme ich da ran? Ich muss von hier oben irgendwie auf diese Plattform hier oben und dann rüberspringen. Wie komme ich denn da hin? Mann. Hier noch irgendwie weiter. Hier war der Ritter. Hier war der Ritter. Hier ging es aber glaube ich nicht weiter. Da oben ist der Ritter. Hä? Ist hier vielleicht so eine Geheimtür oder sowas? Schaut nicht so aus. Nee.
Da oben geht's zu dem anderen Ritter. Wie komme ich denn da oben hin? Ist irgendwo hier drüber auf jeden Fall. Hier geht's zu die Ratten. Das muss es. Gehen wir hier noch mal lang. Ist hier vielleicht irgendwo? Aber hier geht's ja nur runter. Ich müsste, glaube ich, da drüben irgendwie hin. Wie komme ich denn darüber? Hier war ja nichts mehr. Okay, da muss ich glaube ich in den einen Gang zurück, wo die ganzen komischen, ekligen Viecher da sind. Kann er nur hier sein? Wahrscheinlich.
So, jetzt schauen wir nochmal. Ist noch einer da, den werden wir jetzt doch noch irgendwie killen können. Mit dir wird ja nicht. Stirb endlich. Oh, was haben wir die Viecher noch da? Ja, wieder das Falsche genommen. Mann. Ah. Jetzt sind wir hier. Was bringt uns das? Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Schauen wir uns mal die noch. Jetzt werden wir die erstmal mal machen da. Jetzt stirbt doch, komm. Geht doch. Ah, Knochensplitter. Sehr gut. Sehr gut. Echt trotzdem kein Plan, wie ich da oben hinkommen soll. Ist hier noch irgendwo was? Da geht's wohl zu dem anderen hoch. Oben geht's rüber, da bin ich aber falsch. Jetzt werde ich nochmal killen. Vielleicht ist da irgendwo eine unsichtbare Wand da oben oder was? Warum sterbe ich denn jetzt hier? Ich krieg Vogel. Oh. Na gut, Leute, wie es dann weitergeht, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Jetzt haben wir doch schon wieder eine halbe Stunde. Ich will auf jeden Fall den blöden Loot dann auch haben. Gut, dann würde ich mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dann. Ciao, euer Andi.